Lennart, 10 Jahre behauptet, ich erkenne 100 Weltkonzerne allein am Verlauf des Aktienkurses der letzten 12 Monate und bin darin besser als Mr. DAX Dirk Müller. Klein gegen groß, auf los geht's los. Lennart, deine erste Kurve, um welche Firma handelt es sich hier? Für mich sieht es ein bisschen aus wie ein Belastungs-EKG. Ja? Ich hab's. Du weißt es? Ja. Oh, hier, guck mal, jetzt fängt er an, den Druck aufzubauen. Das ist Alcoa. Alcoa, sagst du? Gucken wir mal, ob das stimmt. Es ist Alcoa. Ein amerikanischer Wert, ne? In US-Dollar gehandelt, wahrscheinlich auch an der Börse in New York. Würde dich das interessieren, später vielleicht so fürs Fernsehen von der Börse zu berichten? Wäre das was für dich? Ja. Ja? Also die Anja Kohl muss sich warm anziehen. Ja? So, aber wir kommen zu deinem ersten Chart. 1:0 für Lennart. Dirk, hier kommt deine erste Aktie. Sehen, wir haben die Währung extra rausgenommen. Das macht es natürlich etwas schwieriger. Dann weiß man nicht, ob es ein europäischer Wert ist, ein amerikanischer Wert, ein asiatischer Wert. Das ist ein deutscher Wert. Und das ist der Abverkauf hinten, auf und ab. Das ist ein Stahlkocher, ThyssenKrupp. ThyssenKrupp, sagst du? Wir schauen, ist das ThyssenKrupp? Das ist ThyssenKrupp, richtig! In Euro gehandelt. Ja, wenn man da eingestiegen wäre, ne, und da verkauft hätte. Kai, als alter Profi weißt du doch, die hetzte und wennste Konten sind die vollsten. Ja, das ist wohl wahr. 1:1. Zweiter Wert für dich, Lennart. Deine zweite Kurve. Das ist. Sieht aus deiner Perspektive für mich genauso rätselhaft aus wie aus meiner Perspektive. Was ist das? SAP. SAP? Ist richtig. Stimmt. Das war schwierig. Warum hast du jetzt so lange gebraucht? Was war da jetzt schwerer als bei anderen? Ich habe ein bisschen lang überlegt, weil mir dieses Muster nicht sofort in den Kopf kam. Aber dann hat es sich doch herausgestellt, dass wir hier so einen Aufwärtstrend haben und hier eine Korrektur und dass die nächste Korrektur da drin so ein bisschen, sagen wir mal, verschachtelt ist. Das war mir zwar erst relativ spät eingefallen, aber dann war es doch für mich eigentlich auch hundertprozentig. Und entscheidend ist vor allen Dingen, es war richtig am Ende. Ja? Genau. Das stimmt. Zweiter Punkt für Lennart. Alles in allem auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Schwerer Gegner hier, mein lieber Mann. Ja, aber du kannst dir jetzt dein Expertenwissen unter Beweis stellen. Zweite Aufgabe für Dirk Müller. Das würde ich sagen, das Ding müssen wir nach Amerika stecken. Ich sage, das ist als Comic-Fan Walt Disney.
Walt Disney, sagst du? Ich sage, das stimmt. Das ist richtig. Warum ist da so eine Unterbrechung im Kursverlauf? Bevor Zuschauer jetzt anrufen und fragen, ob nicht genug Farbe in unserem Drucker war? Das kommt dann vor, wenn eine Kerze steht für einen Tag, der Handelsverlauf eines Tages. Dann war die Börse geschlossen, über Nacht kommt eine neue Meldung, die kann zum Beispiel in dem Fall eine negative Meldung sein. Und dann machen die am nächsten Morgen auf mit einem deutlich tieferen Kurs. Dazwischen gab es keinen Handel, dann entsteht so eine Kurslücke und das beobachtet man dann hier sowas. Gibt es da einen Fachbegriff für? Gap. Ein Gap. Genau. Stimmt. Gut. Zweiter Punkt für Dirk Müller. Lennart, dein dritter Chart. Hier kommt er. Das ist Allianz. Allianz, das, was ich auch kenne. Das ist Allianz. Jawohl. Absolut korrekt, damit dein dritter Punkt. Wenn Dirk den nächsten Chart erkennt, dann geht's ins Stechen. Dann ja, kommt's drauf an. Mir nicht leicht, muss man sagen. Kompliment. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, Dirk. Volle Konzentration. Hektisch die Konzentration, Männer. Hier kommt die Aufgabe, Dirk. Mit dem Anstieg, mit dem dauerhaften Kursverlauf nach oben, das riecht nach Chemie-Pharma. Und die verräterische Kurslücke in der Mitte, Beiersdorf. Dirk Müller sagt, das ist Beiersdorf. Wenn das stimmt, steht es unentschieden und wir gehen ins Stechen. Ist das falsch, hat Lennart gewonnen. Und das ist der Kursverlauf von Beiersdorf. So, ihr beiden. Das heißt, wir stechen. Ihr bekommt beide einen Chart gezeigt, den wir doppelt auf der Wand zeigen. Einmal mit allen Informationen, einmal ohne alle Informationen, so wie gewollt. Gleiche Bedingungen, gleiche Voraussetzungen. Wer die Firma schneller erkennt, der gewinnt das Duell. Okay? Okay. Gut, dann gehen wir auf die andere Seite der Pulte. Wir gucken jetzt in diese Richtung. Ich höre ganz genau hin. Wenn ihr glaubt zu wissen, welche Firma es ist, raus damit. Bist du bereit, Lennart? Ja. Dirk, bereit? Ready when you are. Dann ist hier das Stechen die ultimative Entscheidung. General Electric. Ja. Du sagst, das ist General Electric. Dirk ist sich einig. Wir gucken drauf. Es ist General Electric! Super. Lennart, herzlichen Glückwunsch! Ah, guck mal da. Mama, Papa freuen sich.